Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Wir sind immer noch im Tomb of the Giants. Mit dieser ewig geilen Aussicht Richtung Demon Ruins. Wo es dann doch runter geht nach Lost Izalith. Und ich habe schon wieder was in der Kehle. Geil, richtig schön zur Aufnahme. Aber naja. So, wie gesagt, Demon Ruins. Was ist das? So. Entschuldigt, aber dies interessiert mich. Ach, okay, das war der Invader von gerade eben. Ja, ich wurde gerade eben invaded und der Typ meinte, von der Klippe springen zu müssen, weil er ein Trottel ist. So. Fein. Dann reden wir gleich mal mit Patches. So, die erste Aktion, die man hier unten im Normalfall macht. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Nein, ich bin kein Kleriker, ich bin ein Mage. Yes, I guessed as much. Well, here's a tip. There's a stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, you're the cleric, right? I owe you for all that praying and whatnot. I'll give you first pick. Well, go on, have a look. It'll shimmer you blind. Scheiße, habe ich jetzt ausgewählt, ich bin Kleriker oder nicht? Ich glaube zwar nicht, dass, wenn ich jetzt wirklich ja ausgewählt habe, dass ich ja, dass ich das jetzt noch so retten kann, aber ich kann es ja mal probieren. Weil wenn ja, dann habe ich mir gerade Patches versaut für den Merchant später. Was jetzt nicht unbedingt wichtig ist, weil viel Zeug verkauft er eigentlich nicht. Er verkauft halt alle Masken. Also all diese Family Masks. Maske des Vaters, Maske des Kindes und Maske der Mutter verkauft er. Ein paar Waffen, die Klerikerrüstung und so weiter. Es ist so Zeug, was er verkauft, was es wie gesagt nicht unbedingt wichtig ist, aber wäre halt cool, wenn ich das jetzt, wenn ich euch das noch zeigen könnte. Ich glaube, ich hab's verkackt. Egal. Ich zeig's euch nur Game Plus für den Fall, dass ich gerade verkackt hab. So, meinst du das Loch, mein Freund? Schatz. Schätze. Dick! Ah, Drecksack. Clerics, you're worse than maggots. You must be loaded. I'll strip your corpse clean. Yep, ich habe angeklickt, dass ich ein Kleriker bin. Leute, dafür könnt ihr mir alle mal eine reinhauen. Ich vergesse jedes Mal, dass das immer auf Nein hängt, aber naja. Immerhin konnten wir mal den anderen Dialog sehen. Im Normalfall sagt er irgendwas in der Richtung von wegen, ja. Nimm es nicht persönlich, mein Freund. Auch ich muss irgendwie überleben. Irgendwie sowas. Und dann tritt er uns halt trotzdem hier runter. Gut. Ja, und Patches hat ein persönliches Problem mit Klerikern. Aus. Ja, Patches gab es ja schon in Demon's Souls. Und es wird vermutet, dass Patches von irgendeinem Kleriker ziemlich den Arsch aufgerissen bekommen hat und deswegen so einen riesen Hass gegen Kleriker hat und deswegen, naja. So, und hier unten finden wir jetzt Rhea auf Thorlund, die Maid, die Petrus eigentlich beschützen sollte, und mit der reden wir jetzt auch gleich nochmal. You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights. My former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing, nothing at all to be done? Naja, es gibt etwas, was ich tun kann. Das wird dir zwar jetzt nicht unbedingt gefallen, aber weg damit, würde ich sagen. Komm her, Nummer 1. Das war's. Oder auch nicht.
Jetzt war's das. Na komm mal her. Oh, Nummer 2 ist weg. So. Prinzesschen, wir haben aufgeräumt. Ja? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Ja, nur ich fange damit nicht viel an. Auffrischung. Ein Wunder, was wir jetzt bekommen haben. Damit wird unsere HP durchgängig erneuert, aufgefrischt. Was heißt, wir kriegen, glaube ich, so 6-7 HP die Sekunde. Also insgesamt sind es 600 HP die Minute. Und das ist schon mal nicht schlecht. Hast du noch was zu sagen? Gern geschehen. So, und ab jetzt verzieht sie sich hoch Richtung Feuerbandschrein. Beziehungsweise nicht zum Feuerbandschrein, sie geht ein Stückchen weiter Richtung Undead Parish in die Kirche und betet dort. Da oben das Item ist nicht wirklich wichtig, das ist nur ein weißer Brocken. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine Menschlichkeit ist oder ein weißer Brocken, aber wenn wir das aufnehmen, dann tauchen hier zwei Gegner auf und hier zwei Gegner. Und das ist eigentlich kein Problem für mich. Warum mache ich mir da jetzt Sorgen? Aber es müsste nur ein weißer Brocken sein. Na, sage ich es nicht. So. Sind die zwei Kollegen da aufgetaucht? Und denen sollte man am besten nicht zu nahe kommen. Da die dann schon ziemlich reinhauen. Und die haben auch die Möglichkeit, weiße Brocken droppen zu lassen. Und haben dabei eine einigermaßen hohe Drop Chance, was heißt mit 10 Menschlichkeit und dem Covetous Gold Serpent Ring kann man sich hier in aller Ruhe weiße Brocken zusammenfarmen und dann später schöne, schöne heilige Waffen machen, die wir theoretisch bräuchten, aber ich nicht. Also ich benutze nicht. Geheiligte Waffen sind wie gesagt schon praktisch, da sie gerade die Skelette davon abhalten, sich wieder zusammenzusetzen, wenn der Necromancer noch lebt. Was schon einigermaßen praktisch ist, ne? Aber irgendwie funktioniert das nicht immer bei mir. Ich bin mir nicht sicher, was da für ein Faktor mitspielt. Naja, ich weiß es halt nicht genau. Ich bin halt nur ein Trottel. So, und da ich jetzt gesagt habe, ich bin Kleriker, greift Patches uns jetzt an. Blimey. How did you... You weren't supposed to survive that. No matter. I'll settle this once and for all. You lousy self-righteous cleric. Yep. Und jetzt haben wir Patches halt als Gegner, aber... auch nicht wirklich stark. Was du dir gedacht hast? Ich weiß es nicht. So, und von ihm erhalten wir jetzt die Rundaxt. Die müsste hier unten sein. 120 auf heilig, 18 Stärke, 12 Dexterity und 16 Willen brauchen wir, um sie zu führen. Und ich muss sagen, für ein Kleriker-Bild eigentlich eine sehr, sehr anständige Waffe. Und mein Bonfire ist aus. Ich warte mal noch kurz. Gehst du wieder an? Nö. Okay. Du. Licht angemacht. So, und jetzt geht's weiter. Und jetzt sind hier diese ganzen Gegner. Diese scheiß Skeletthunde und was weiß ich noch alles. Und die gehen mir mächtig auf die Nüsse. Und deswegen werde ich die größtenteils umgehen, wie gesagt. Ich zeige euch allerdings, wo ihr einen bestimmten Schild findet. Und da kommt dann auch noch ein Black Knight zu Besuch, den wir auch noch kalt machen sollten. Und dann ist hier noch ein Archer und einfach alles auf einmal. Ja, der Archer ist schon da, na super.
Und der Black Knight kommt auch schon. Geh ich mal ein Stück zurück. So, hierher. Ich glaube, du lässt mir... Was lässt du mir fallen? Einen blauen Brocken? Ich glaube schon. Nope. Böser Black Knight. Boah, ich hab das viel zu sehr drin vom PvP. Und der Archer, der geht mir auch mächtig auf den Keks. Aber egal. So, Black Knight down. Weißer Brocken und schwarze Ritterhellebarde. Das ist ziemlich cool. Die kann ich... Ne, die kann ich nicht führen. Zweihändig. Scheiße. Ach, Mist. Ne, da bräuchte ich 22 oder mehr Stärke. Boah, der Archer geht mir auf den Keks. So, jetzt kurz Prozess hier gemacht. Das war der falsche Hund. Ich will den Abwehr haben. Den Archer mache ich so kurz kalt. So, Archer weg. Hunde hier sind weg. Und da drüben sehen wir es schon, da liegt es, das Effigy Shield. Da müssen wir einfach nur hier lang. Und hier ist im Normalfall der Black Knight, auf dieser Ledge hier. Aber der hört euch meistens schon oben und deswegen rennt der schon mal vor. So. Black hier und Erscheinungsschild. Eine weitere Klerikerwaffe. Sieht ziemlich cool aus, meiner Meinung nach. Na, wo ist es? Wir brauchen 16 Willen, um es zu führen. 90% physische Reduktion, aber dafür 90% Blitzreduktion. Was schon ziemlich praktisch ist. Und wie gesagt, das sieht ziemlich cool aus. Und da unten sehen wir das zweite Bonfire, das nächste. Wo ich aber wie gesagt nicht hingehen werde. Sondern, upsala. Ich gehe hier lang. Hier, wo der Archer war. Weil hier finden wir jetzt noch eine Ritterseele. Und wenn wir jetzt hier... Genau hier. Einfach runterlaufen. Landen wir auf so einer Zwischenplattform. So, und wenn wir jetzt hier rüber gehen, da liegt ein neues Item. Wenn wir dies aufnehmen, tauchen erstmal wieder solche Türme auf. Und die sind eigentlich das kleinste Problem. Silberner Schlangenring. Tschüss, Leute. So. Und so einfach kann man sich das Tomb of Giants machen. Ab jetzt brauchen wir keine Lichtquelle mehr. Ab jetzt brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Keine Lichtquelle, kein nichts mehr. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Nito. Der Boss. Und hier haben wir unsere NPC-Invasion. Paladin Leroy. Ja, komm mal hoch. Freund der Nacht. Naja, ziemlich einfach zu parryen. Das ist das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss. Wirklich viel Health hat er auch nicht. Whoops. Und weg ist er. Ja, ja, Leroy. Wollte ich auch mal cosplayen, aber kam ich irgendwie nie zu. Naja. Wir hätten die Menschlichkeit, die natürlich jeder rote Invader droppen lässt. Wir hätten zwei Menschlichkeit, Grant und Sanctus. Und Sanctus ist auch ein ziemlich cooles Schild, das regeneriert deine HP langsam. Und Sanctus ist auch eine ziemlich coole Waffe, mit der wir... eine Art Wrath of God benutzen können. Aber ich habe nicht genügend Stärke dafür, deswegen funktioniert das nicht. Leider. Jetzt müssen wir hier lang. Hier bringt uns der Lichtschein halt nichts mehr. Selbst wenn wir ihn noch hätten, würde er uns nichts groß bringen. Wie sieht meine Waffe? Genug. Gut, gut, gut. Ja, und jetzt sind wir hier eigentlich schon voll auf dem Run zu Nito.
Der hat doch ein Aimbot. Na, wo kommst du her? Die Kristallseele, die Zielflugseelenmasse Kristall brauche ich nicht. Von dem her. So, tschüss, Mann. Wenn ich nicht gleich aufpasse, sag ich gleich tschüss, Mann. So, weg. Tot geklatscht. Allesamt, alle sind sie tot. Die waren davor schon. Ach, Mann. Denkst du, hast du was erreicht? Scheißdreck, die waren vorher schon tot. So, und diese ganzen leuchtenden Kugeln hier sind, naja, Pinwheels. Und da rüste ich mir doch gleich mal meinen Bogen aus. Bogen, wo bist du? Ich habe zu viel Scheißwaffen. Da. So. Ja, und den können wir jetzt relativ leicht stunnen und der macht auch nicht viel. Außer halt diese Feuerkugel auf uns schießen zu wollen. Und im Großen und Ganzen, ja, eigentlich relativ wirklich sehr einfaches Gebiet. Was man hier allerdings ziemlich cool kann, wie man hier sieht, sind hier so Mini-Skelette. Von denen kann man Menschlichkeit formen. Und das sogar ziemlich, ziemlich gut. So, Heldenseele 1. Drecks-Baby-Skelette. Wenn die zu. Wenn da mehrere auf einmal auf dich zukommen, dann hast du echt ein Problem. Dann wirst du nämlich ohne Probleme mal kurz toxifiziert und. Ja. Und die können eigentlich auch ziemlich reinhauen. Also von dem her. Erstmal die Pinwheels hier platt machen. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine mit Farmen. So, Goldschlangenring. Schluck Estus trinken. Und runter hier. Und hier im Wasser spawnen die ganzen kleinen Drecksviecher. Und von denen kann man Seelen formen ohne Ende, Menschlichkeit. Nur man muss dabei wirklich schnell sein, weil die halt ewig, also die respawnen für immer. Und deswegen bleibt die Menschlichkeit auch nicht zu lange liegen. Da muss man dann wirklich schnell sein, sag ich mal. Am besten, man lockt die hier also alles auf so einen Haufen. Na, kommt alle mal her. Och, seid ihr nicht knuffig. Och, seid ihr nicht knuffig. Wow, ein. Wow. So. Three of a kind. Fail. Naja. Und so, das kann man jetzt eine ganze Weile durchziehen, bis das Estus fertig ist oder bis du keine Spells mehr hast oder sonstiges. Und hier sind halt noch diese Pinwheel-Typen. 6 Stück an der Zahl. Nein. Ihr kleinen Drecksviecher. Hier befindet sich noch ein weißer Brocken, nicht dass wir welche bräuchten. Ah, vielleicht kann ich die irgendjemand abgeben. Oder tauschen oder sowas. So, und ich habe gehört, dass diese Pinwheel-Verschnitte hier auch die Möglichkeit haben, die Masken droppen zu lassen, was mir allerdings noch nie passiert ist. Also die lassen mir irgendwie immer nur weiße Oh. Okay. Gut, ich hab nichts gesagt. Nein, ich habe gar nichts gesagt. So, Myth confirmed. Noch eine Heldenseele, 20.000 Seelen mal hier kurz abgestaubt, die ganzen Skelette hier kurz platt machen. So. Euer Boss ist scheiße. Euer Boss ist voll einfach vor allem. Wir gehen jetzt aber noch kurz hier runter, weil da kann man reinspringen. So, zack. Wenn man jetzt hier runter geht, dann findet man einen weißen Slab. Eine weiße Scholle. So. Und das ist halt auch dafür, um Waffen auf entweder Okkult plus 5, glaube ich. Ja, Okkult plus 5. Oder halt hier, wie heißt's? Heilig plus 10 hochzuhauen. Dafür sind die ganzen Schollen gut. So, wir sind bei 20 Minuten, Freunde. Ich würde fast sagen, ich verabschiede mich hier zwischen den ganzen Knochen.
Ja, das ist alles mein Werk gewesen. Die waren nicht vorher tot, das war alles ich. Ich bin ein Massenmörder. Genau. Lasst mich träumen. Aber Freunde, bis zum nächsten Mal. Stay frosty. Macht's gut. Bis dahin und ciao.